Es gab Diskussionen um Marius Ebbers. Der hatte ein Tor erzielt. Das war auch schon angezeigt worden von Tobias Welz. Dann nahm er es zurück. Daumen hoch für Marius Ebbers. Der gab nämlich zu, dass er den Ball nicht mit dem Kopf gespielt hat, sondern am Schluss mit der Hand. Wir gucken hier nochmal drauf. Deutlich zu sehen, nimmt da den Arm zur Hilfe. Hätte er gar nicht gebraucht. Der wäre auch so reingegangen. Aber die Bewegung von ihm war halt nun mal so. Deswegen also Respekt vor Marius.